Hallo Welt, da sind wir wieder und am Ende der letzten Folge wurden wir hier unten auch noch angegriffen. Aber wir haben noch genug starke Leute hier, die dagegen etwas unternehmen können, oder? Ja, so ein paar Maulwurfsratten. Die haben aber ganz schön zu kämpfen da mit den Maulwurfsratten. Na komm schon, die zwei Maulwurfsrattchen da. Das schafft ihr. Ja, das sagt uns, wir brauchen bessere Waffen und so. Mehr Einwohner, bessere Waffen. Ja, und ich würde so gerne mal wieder den mysteriösen Fremden treffen, aber den trifft man jetzt bei der Größe hier nur noch, echt nur noch zufällig. Also kommen die Generatorhäuschen hier unten finde ich eigentlich sehr gut. Und dass der Aufzug hier an der Seite ist, finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Und dann möchte ich ganz gerne mal wissen, wenn wir hier jetzt die zerstören, ob wir da auch so einen Dreierraum noch daneben bekommen. Oder ob da nur ein Zweierraum hingeht. Wir brauchen sowieso Energie, also bauen wir da nochmal so einen Raum auf. Energieraum, der wird teuer sein, oder? Generator. 700. Aber es sieht so aus, da bekommt man einen Dreier noch dazwischen. Ja, dann können wir ja die Aufzüge hier unten, die Räume, können wir eigentlich so lassen. Ja, aber das Problem ist doch, dass wir hier oben, diesen Knick hier, das bekommen wir ja nie wieder vernünftig weg hier, weil die immer verbunden sind mit irgendwas anderem. Aber wie es aussieht, ein Dreierraum müsste doch hier hinpassen. Komm, versuchen wir das nochmal. Nein, er passt nicht. Nein, er passt nicht. Ja, wie machen wir das denn dann? Aha. Ja, wie sieht das eigentlich aus? Gibt es nicht? Da kamen doch zwei Einwohner hinzu. Gibt es denn da nicht irgendjemanden, der vielleicht hier im Generatorraum hier unten in dem Einsamen? Oder wir reißen den gleich wieder ab. Wir wollten ja nur gucken, ob das passt. Ja, wie gehen wir denn dann vor, wenn das nicht hinpasst? Nur Zweierräume? Was reicht denn? Wir brauchen doch hier wahrscheinlich... So ein Sportstudio muss doch nicht so groß sein und die Räume müssen doch wahrscheinlich nicht so groß sein, oder? Bringt das irgendeinen Unterschied, wenn die so groß sind? Ja, nur, dass mehr Leute gleichzeitig dort trainieren können, oder? Sonst könnten wir die ja alle hier auf die Zweier setzen. Hm. Das hier stört mich enorm, dass wir hier falsch gebaut haben. Und wir können die nicht abreißen, weil die alle immer verbunden sind. Da müssen wir das echt von unten alles abreißen. Bekommen wir dafür nicht auch noch Kronenkorken? Wir können ja mal diesen Raum hier jetzt versuchen abzureißen. Kann man gar nicht. Ach doch, zerstören. Ah, 20 bekommen wir nur dafür und über 700 haben wir ausgegeben dafür. Das ist sehr gemein. Das ist ja richtig fies. Naja. Ach, beide sogar. Na, da haben wir aber wirklich... Das wird aber wehtun. Wenn wir das jetzt alles von unten... Dann müssen wir hier anfangen, das abreißen. Dann müssen wir hier anfangen, das abreißen. Das bis dahin abreißen. Oh, 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 oh.
Das wird teuer. Ja, da brauchen wir erstmal sehr viel mehr Kronkorken. Hier passiert nichts bei euch. Was macht unser Trupp? Oder ist jemand vielleicht ohne... Ach, erkundet. Wir haben noch jemanden draußen, der erkundet. Nein, das ist der... Ja, genau. Das ist unser Trupp. Der gehört zu unserem Trupp. Quest. Auf Quest ist er. Auf Aufgabe. Na nu, wir haben doch Leute dazu bekommen. Wo sind die denn, die neuen? Die haben sich schon automatisch irgendwo zugesellt. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Wenn wir das vernünftig groß hier aufbauen wollen, dann müssen wir das abreißen. Nur wegen diesem einen Raum hier. Naja, das ist ja nicht nur der Raum. Was mich stört, ist vielmehr auch dieser Knick hier. Das stört mich hier alles. Was würde das denn, wenn wir jetzt hier so einen Raum hier abreißen? Was würde das denn kosten? 300 bringt uns das. Das ist nicht viel. Schicken wir mal alle dahin, vielleicht geht's schneller. Das Schöne ist, dass die dann ja wirklich wieder zurück an ihren Arbeitsplatz gehen. Aber das sollte doch sehr viel schneller jetzt gehen. Mit 5 Leuten da unten. Ja, das wird nochmal das Problem, wenn wir jetzt von unten nach oben alles abreißen, dann müssen wir das relativ schnell machen, sonst haben wir nachher keine Energie mehr. Oder wurde das irgendwie verändert, vielleicht von den Herstellern, dass wir jetzt Räume zwischendurch auch abreißen können, hier so etwas? Du kannst diesen Raum nicht zerstören, da ihm Bewohner zugewiesen sind. Aha. Und jetzt? Du kannst diesen Raum nicht zerstören, da er mit 2 Räumen verbunden ist. Okay. Das Problem bleibt bestehen. Tja. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wir werden wohl von unten nach oben alles abreißen müssen. Wie machen wir das dann mit der Energieversorgung? Da müssten wir oben dann noch ein paar Kraftwerke hinbauen. Ah, die habe ich aber auch nicht so gerne so weit oben, wenn ein Angriff kommt und die Raider die Energie dann kappen und kaputt machen. Und das ist ja nicht so schön. Und jetzt haben wir schon wieder so viele Kronkorken ausgegeben in dieser Folge, in der letzten, in dieser, in, ja... Ja, wir müssten den mysteriösen Fremden noch so 6-7 Mal treffen, aber das treffen wir auch nicht bei der Menge an Räumen, die so weit auseinander liegen. Oder wenn, dann nur, wenn wir näher dran sind hier. Damit wir hören, so in welcher Richtung er ungefähr ist. Warum hat er sich denn hier automatisch schon zugewiesen, frage ich mich im Restaurant. Haben wir das aus Versehen gemacht? Wir haben ihn einfach dahin geschickt. So, wie war denn das? Ach so, mit dem Tempo verbessern? Nein, wir verbessern hier nichts mehr im Moment.
Aha, 30% der Unfallchance. Ja, wie war das? Ich glaube, alles, was unter 20% oder unter 30% war, das war in Ordnung. Hier arbeiten drei Leute. Das müsste doch eigentlich möglich sein, hier ein bisschen Tempo reinzubringen. Und hier vielleicht auch. Ja, russisch Roulette. Sollen wir einmal durchgehen und alles hier temporieren? Hier kann man nicht. Ah, die Restaurants könnte man noch beschleunigen. Warum ist denn hier im Generatorräumchen niemand? Da haben wir ja noch einen, der brach liegt quasi. Hier ist auch niemand. Naja, die sind alle am Trainieren jetzt wahrscheinlich. Eins, zwei, drei bekommen wir dahin. Das sieht aus, als könnte hier ein Dreifachraum noch hinpassen. Passt aber nicht. Dann sollten wir hier das Aufseherbüro irgendwo hinbauen. Vielleicht hier auf dieser Etage, den Stein hier weg. Aufseherbüro dorthin. Na, das war ja klar. Und was passiert? Es brennt. Na, wie es aussieht, haben wir aber reichlich Wasser und Essen jetzt wenigstens. Vielleicht können wir ein bisschen was verkaufen. Aber so richtig wüsste ich auch nicht was. Vielleicht ein paar Outfits könnten wir verkaufen. Aber die bringen doch nicht so viel, oder? Strahlenschutzanzüge haben wir schon so viele. Raider-Rüstung. 10 Kronkorken nur. Kleine Baracken, naja. 39 Minuten hier noch. Ja, aber wenn wir das sowieso alles abreißen wollen. Ja, ich bin fast dafür, dass wir in der nächsten Folge wirklich von Anfang an unten alles abreißen. Schön wäre es, wenn wir mehr Kronkorken hätten.
Also alles abreißen von unten und dann das ordentlich aufbauen hier. Vor allem mit diesen Räumen, dass wir das irgendwie besser managen hier. Obwohl in der Mitte könnten ja die Zweifachräume sein. Da könnten wir ja sowas wie die Radiostation und solche Scherze könnten wir da ja einbauen. Nee, nee, machen wir nicht. Da warten wir noch mal. Bis wir ein paar mehr Kronkorken haben. Ach so, ja, ach, das wollen wir eigentlich gar nicht, oder? Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für euer Zusehen schon. Und für eure Kommentare und für eure Likes. Vielen lieben Dank dafür. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.